Apis Auge. Ich wollte schon noch mal gucken hier. Hier. Mal hier runter. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach, da. Okay. Okay. Nein, nicht Escape. Haben wir schon? War die Tür hier eben offen oder? Ne, doch, die war offen. Wir speichern nochmal. Muss mich noch mal kurz. In der Mitte, glaube ich. Ich glaube, der Weg war schon richtig. Ja, das ist auch gut so. Es soll auch diese komischen Krankenschwestern hier nicht mehr geben. Will ich nicht den opfern? Oh nein, 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 nicht so. Erstmal. Also, ich habe das Gefühl, wir kommen zum Ende, hoffe ich. Ach, nö, nicht noch mal eine. Haben wir noch eine? Ja, eine habe ich noch.
Aber ich weiß auch nicht, ob wir zum Ende des Krankenhauses kommen oder zu Ende der Story. Irgendwie ist noch nichts aufgeklärt, deswegen... Ach, das ist der falsche Schlüssel. Ah, hier. Erstmal aus dem kleinen Raum raus. Kämpfe machen mich fertig. Hier, wir nehmen nochmal ein Dings. Oh. Ich werde gleich endlich sterben. Ich wollte jetzt schon. Aber ich muss sagen, wenn man bis jetzt gestorben ist, dann musste man nicht wieder von... keine Ahnung wo anfangen. Es ging eigentlich. Ja, aber meistens bin ich bei den Bossen gestorben. Also einmal. Gewalt. Oder? Gar nicht mehr. Okay. Wir haben hier ein Schiebeding. Wir haben hier den Schrank. Nee, auf gar keinen Fall. Danach bin ich definitiv nicht für Outlast 2 bereit. Auf gar keinen Fall. Danach reicht es erst auch mal wieder mit Horror Games. Ich sag, wie es ist. Ich bin schon... Ich weiß, dass das für andere... mag das lächerlich sein, aber ich bin schon sehr stolz auf mich, dass ich das hier durchhalte. Tut alles weh, weil ich super verkrampft hier sitze. Okay, wofür müssen wir diesen Schrank benutzen? Wo müssen wir da rein? Hier oben? Nee. Irgendwo müssen wir hier durch. Ich direkt vor meiner Nase, aber ich glaube, ich sehe schon nichts mehr. Ah, da. Da ist doch schon wieder eine Krankenschwester. Thank you.
Okay. Oh. Ja? Ja, drei Kugeln. Das reicht für eine Krankenschwester. Es ist wieder hier. Er ist wieder hier. Schaut mich an, starrt. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Ich will nicht. Wird ihn mich nicht holen lassen? Aber wer? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. No one knows. Why? Oh Gott, was ist das? Büro des Direktors. Oh, die Tür war eben zu. Kein Schmerz mehr. Ist der Direktor der Patient? Ich weiß gar nicht, wir suchen eigentlich nach Mary, aber irgendwie ist es alles so verwirrend. Und ich bin normal echt gut im Kombinieren, wenn wir so Serien und Filme gucken, aber hier bin ich völlig raus. Ich will da nicht runter. Okay. Aber geht hier lang? .0050 war wieder im EKT-Raum. Diesmal habe ich es überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Wie kann es sein, dass er da ganz alleine hereinspaziert? Und woher soll er überhaupt wissen, wie man das Ding anstellt?
Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss dafür gerade stehen. Also ich glaube, einer ist der männliche Patient, einer ist Laura und einer ist Mary. Wer der dritte männliche Patient ist, I don't know. Ist James? Hat er sie hier kennengelernt und ist das jetzt alles, keine Ahnung, gerade in irgendeiner Psychose oder so? Das Kabel geht da lang. Das sind die Gummizellen. Okay, ciao. Macht's gut. Bin dann mal weg. Wie, die kann da durch? Wie, die kann da auch durch? Abgesprochen. Okay, hier ist der Generator. Ecke. Ich werde nicht ruhen, bis es gelöst ist. Ich werde nicht ruhen. Ich kann nicht ruhen. Ich weiß nicht mehr wie. Oh, ich hab's nicht. Oh, der Ecto. Nicht umgedreht. Neun, sechs, fünf, neun. Kurz da hinten rein. Hey, okay.
Hier war nichts, wo wir irgendwas eingeben mussten. Dann unten sein wahrscheinlich. Nein, 6. Und wir haben noch einen Schlüssel, ne? Ach, da wäre noch mal was drin. Weiß immer noch nicht, was dieses... Wir hätten ja mal da rangehen können. Aha, okay. Ach so, 9659. Okay. Eine Kombi? Nee, ne? Nicht, dass ich gerade wüsste. Wir haben ja mittlerweile auch schon so viele Zahlen kommen. Was das ist, wissen wir auch noch nicht genau. Ich weiß nicht genau, was das Viereck bin. Hab ich keine Ahnung. Ich glaube, in den Keller kommen wir nicht. Okay, das haben wir an.
meine, diese Kette war doch an der Puppe festgemacht. Noch. Waren wir hier nicht drin? Doch, oder? Ich habe ehrlich gesagt schon wirklich keine Ahnung mehr, wo ich jetzt war und wo ich nicht war. Ehrlich gesagt, das wird ein bisschen besser, wenn man es in einem Stück oder wenn man länger in einem Stück spielt, aber die Verwirrung ist verwirrt. Hände. Da bin ich wieder hier. Oh, hier können wir durch. Aha. Betten. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlaub. Die laute Stunde? Die Nation. Muss das Schloss abgebildet? Watch. Okay. Also auf dem Kalenderblatt waren 6 Tabletten. Warte. 6. Nee, warte mal. 1, 6. Die laute Stunde. 12 sein, ich weiß es nicht. Man erkennt da ja keine Uhrzeit. Oder?
Das Licht. Ach, wir kommen da sogar ran.